Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier. Ich freue mich sehr, dass du ja beim neuen Video jetzt hier dabei bist. Und heute geht es um das Thema Neukundengewinnen und Vertriebspartnergewinnen im Network Marketing. Und ich möchte hier ja eine Reihenfolge mit an die Hand geben. Wenn du jetzt ganz von vorne anfängst, ja, wenn du jetzt schon fortgeschritten bist, kannst du das Video natürlich trotzdem schauen und dir dementsprechend dann an dieser Stufe, wo du jetzt gerade stehst, eben halt weitermachen. Aber wenn du jetzt ganz neu anfängst im Network Marketing, was wäre so die richtige Reihenfolge? Und ich habe mir überlegt, wie ich das Ganze für dich ja in so eine Art Rangfolge, Reihenfolge packen kann, damit es leicht und verständlich ist. Und der Ausschlag für dieses Video gab Jan. Jan hat mich angeschrieben, hat mir eine Frage gestellt, und zwar sinngemäß hat er gefragt: Du Olli, ich habe jetzt ja mir viel zu dem Thema angeeignet, verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, wie man Kunden und so weiter gewinnen kann. Aber wie fange ich denn jetzt eigentlich richtig an, ja, wenn ich so ganz am Anfang bin? Und deswegen ist jetzt auch dieses Video entstanden und ich habe mir überlegt, wie kann ich dir jetzt ja eine Reihenfolge mit an die Hand geben, an der du dich orientieren kannst und welche natürlich auch erprobt ist. Und habe dementsprechend ein paar Notizen gemacht. Ich habe auch einen Blogartikel zu diesem Thema erstellt. Also wir werden jetzt hier nicht zum Beispiel auf alle Möglichkeiten eingehen können. Aber dafür ist dann der Blogartikel da. Ich verlinke dir alles, was du zu dem Thema dann brauchst, unterhalb des Videos. Ja. Zunächst ist mal wichtig, ja, bevor dass wir überhaupt an das Thema Kundengewinnung rangehen, ist gerade bei neuen Partnern im Network Marketing wichtig die eigene Identifikation. Ja. Du musst dir das vorstellen, wenn du auf andere Menschen triffst, dann ja, kann es durchaus passieren, dass ein gewisser Prozentsatz dir wohlgesonnen ist, andere wiederum stehen der Sache kritisch gegenüber, andere lehnen es ab. Und jeder versucht dir aber auch irgendwo ein Stück weit seine Meinung mitzugeben. Und du darfst einen Fehler halt nie machen, ja, dich auf Meinungen anderer verlassen. Denn sonst passiert halt Folgendes. Wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, ach, der Energiemarkt, das ist nichts, ja, es hat keine Zukunft und du hast keine Fakten und bist ja nicht klar darüber, welches Potenzial hier besteht, dann ist es wie so ein Samenkorn, was man in die Erde pflanzt, so ein erster Samen, der dann irgendwann zu einem riesigen Baum wird. Das ist dann wie wenn dir jemand so ein kleines Teufelchen auf die Schulter setzt und beim nächsten hörst du dann vielleicht was Ähnliches und dann wird dieses Teufelchen mit der Zeit immer größer und irgendwann hast du einen riesen, ja, Teufel auf deiner Schulter sitzen, der dich einfach nur belastet und dir, ja, und dir eigentlich wenig hilft, sondern dir ja immer mehr Steine in den Weg legt, ja. Und das löst du am besten durch Fakten, ja. Also indem du dir alle relevanten Fakten ja, besorgst, da kannst du auf deinen Teamleiter, deine Teamleiterin zugehen, wenn die dir da nicht weiterhelfen können, auf die Upline. Und du solltest dich zu Beginn erstmal damit beschäftigen und dich fragen, welches Problem löse ich denn am besten? Ja? Was macht meine Dienstleistung aus? Welche Vorteile haben meine Kunden und meine Vertriebspartner, wenn sie mit mir zusammenarbeiten? Also einfach mal klassisch für jede Frage ein Blatt Papier nehmen, Liste erstellen und Punkte sammeln. Ja, und du wirst schon feststellen, während du diese Liste schreibst, ja, wächst du so über dich hinaus. Ja. Welche Vorteile haben meine Kunden, Vertriebspartner durch das Produkt, ja, durch die Dienstleistung, die ich anbiete? Was können sie nur durch mich bekommen? Ja? Welche Vorteile, welches Potenzial birgt oder hat der Markt, ja, das Produkt, die Dienstleistung, mein Unternehmen, mein Team, ja, dass du dir da einfach drüber bewusst bist. Und vor allen Dingen auch, welche Vorteile hat das Partnerunternehmen gegenüber der Konkurrenz? Ja, das ist nämlich auch immer so ein Thema. Du wirst auf deinem Weg immer wieder so Verlockungen am Wegesrand finden, die dir sagen, hey, hier kriegst du mehr Provision, hier hast du dies, hier hast du jenes. Und das sind alles Optionen, ja, und wenn du immer wenn du von deinem Weg abkommst, dann wird der Weg letzten Endes zum Ziel einfach immer länger dauern. Und das, davor will ich dich bewahren, denn du musst dir einfach klar sein, wenn du weißt, welche Vorteile dein Unternehmen gegenüber der Konkurrenz hat, dann wirst du dann wirst du nicht auf diese Angebote reinfallen, beziehungsweise die werden dich nicht ansprechen, weil du ganz klar deinen Weg kennst und weißt, ja, warum du hier bist. Ich gebe dir ein Beispiel von mir.
Auch bei mir kommen immer wieder mal Leute auf mich zu, die mich ansprechen und sagen: Hey, hier wäre es doch vielleicht besser, hier hast du eine bessere Option, ja. Strom, Gas, naja, ob das die Leute so wollen, hier kriegst du mehr Provision, etc. pp. Also die Menschen versuchen es auf vielen Wegen, aber ich kann dir zum Beispiel einfach eins sagen, und das ist viel, viel mehr wert, ja, als zum Beispiel vielleicht 5 oder 10 € mehr Provision bei einem Abschluss. Wenn du, so wie wir hatten ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit zurück, gab es ja sowas wie die Corona-Pandemie. Und gerade für Menschen im Vertrieb hat sich von einem auf den anderen Tag vieles geändert. Ja, viele konnten ihre Kunden nicht mehr besuchen, konnten keine Beratungen führen, Abschlüsse wurden kompliziert und manche konnten auch gar nicht arbeiten. Ja, und ja, bei uns war es halt einfach so, dass das Partnerunternehmen so innovativ ist und ja, über eine IT-Abteilung verfügt, die wirklich allererste Sahne ist, dass einfach recht schnell ein Tool kreiert wurde und an den Start gegeben wurde, sodass wir einfach online beraten und abschließen konnten. Ja? Und das hat dazu geführt, dass wir einfach weiterarbeiten konnten, während andere, die vielleicht 5 oder 10 € mehr Provisionen bekommen haben, in der Zeit einfach nicht abschließen konnten, ja? Oder einfach nicht so leicht arbeiten konnten, wie es für uns dann dementsprechend war. Und das ist natürlich alles, was ich damit sagen will. Man muss immer das Gesamtpaket betrachten. Und wenn du dir deine Fakten holst, ja, genauso, wenn es nützt ja nichts, wenn du 5 oder 10 € mehr Provision kriegst oder von mir aus auch 50 € oder was auch immer. Und von 100 Verträgen, die du einreichst, können 20 nicht angeschaltet werden oder wie auch immer. Weil im Background vieles einfach nicht richtig läuft, während dir bei einem Unternehmen, wo alles wunderbar funktioniert und vielleicht nur 3 oder 4 Verträge von den 100 nicht angeschaltet werden können, macht das natürlich die höhere Provision um ein Vielfaches wett. Also deswegen, du musst immer für dich klar sein, was ist dein Ziel, ja, und welche Vorteile hat dein Paket, sage ich mal, alles, was wir jetzt eben so angeschnitten haben, im Vergleich zu anderen, ja, dass du da für dich ja 100% dahinter stehen kannst, ja, dass du hinter dem Produkt stehen kannst, hinter der Dienstleistung stehen kannst, dass du ja von dem, was du tust, zu 100% dann auch dementsprechend überzeugt bist, dass eben halt die Identifikation passt. Und dann ist es egal, was andere Menschen an dich rantragen, du kennst die Fakten, du kennst die Wahrheit, ja, du kennst das, was für dich stimmt, und dann bist du da auch unanfällig gegenüber den Meinungen anderer. Wenn du das nicht hast, ja, dann ist jede Meinung, die du hörst, kann dann wie so ein kleines Samenkorn immer größer und größer werden, und ja, und das willst du nicht, ja. Also, das ist das Allererste, bevor es dann überhaupt an die Praxis geht, und dann würde ich jedem empfehlen, also ich habe es jetzt hier einfach mal Start- und Lernphase genannt, mit der eigenen Namensliste zu beginnen. Und zwar nicht aus dem Hintergrund heraus, dass du hier möglichst einfach Kunden gewinnst, sondern es geht in dieser Phase einfach darum, dass du lernst, worauf es ankommt. Ja, dass du lernst, wie die Menschen in dem Bereich ticken, wie deine Kunden ticken, wie welche Bedürfnisse sie haben, wie der Markt funktioniert, wie die Branche funktioniert, dass du erfährst, welche Vorteile dein Business hat, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, weil das ist wie bei, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ein Chirurg, ja, der kommt irgendwann an den Punkt, da muss er beginnen zu operieren. Ja, alles theoretische Wissen nützt nichts, wenn es nicht in der Erfahrung umgesetzt wird. Und das theoretische Wissen plus die Erfahrung, das macht dann einen guten Arzt oder Chirurgen dann dementsprechend aus. Ja? Und je mehr Erfahrung er sammelt und je mehr er sich weiterbildet, desto besser wird er dann dementsprechend als Arzt. Aber das geht nur, wenn zur Theorie auch die Praxis kommt. Und Network Marketing ist eben der Start im eigenen Umfeld da wunderbar dafür geeignet, weil zum einen natürlich ein gewisser Vertrauensvorschuss da ist und weil es eine einfache Möglichkeit ist, deine ersten Testkunden zu gewinnen, egal ob die dann letzten Endes auch abschließen bei dir oder Kunde werden oder nicht. Die Erfahrung, die ist unbezahlbar, ja? Und darum geht es letzten Endes in dieser Praxis. Ja, etwa in dieser Phase. Ja, ich vergleiche es immer mit einem Fahrlehrer. Dem Fahrlehrer ist dann letzten Endes egal, ob du, nachdem du deine Prüfung bestanden hast, nachdem du den Führerschein hast, ob du ein schnelles Auto, ein langsames Auto fährst, ob du schnell oder langsam fährst, ob du
ja, ob du ein vorsichtiger Fahrer bist oder eher, ja, ich sag mal, so ein Draufgänger oder so. Das ist dem Fahrlehrer erstmal, das ist erstmal zweitrangig. Es geht letzten Endes mal nur darum, dich in die Lage zu versetzen, dass du im Straßenverkehr quasi zurechtkommst. Und so ist es in dieser Phase auch, so sehe ich das immer, dass meine Partner eben halt lernen, wie das Geschäft funktioniert. Und nach dieser Lernphase brauchen sie im Grunde genommen ja mich dann dementsprechend auch nicht mehr, weil sie einfach wissen, wie das Geschäft geht und können immer wieder neue Kunden dementsprechend generieren. Ja, so. Und der Vorteil ist aber, du kannst dich in dieser Phase, ja, wenn du mit der eigenen Namensliste arbeitest, kannst du dich für deine Ausbildung bezahlen lassen, weil es wird zwangsläufig so sein, dass einige deiner Kontakte bei dir auch Kunde werden, weil sie den Wert der Dienstleistung natürlich erkennen. So, und das ist das Schöne, ja, du wirst bezahlt, während du lernst, ja, und das ist eine tolle Geschichte. Außerdem lernst du, wie du ja Empfehlungen generierst und kannst quasi aus dieser eigenen Namensliste heraus dein zukünftiges Kundenpotenzial dementsprechend aufbauen. Ich will dir das mal hier anhand von zwei Bildern zeigen. Mal angenommen, du hast jetzt 10 Leute auf der Namensliste und daraus entstehen jetzt 6 oder 4 Kunden, 6 Aufträge. Also du hast 7 Termine, der eine kann nicht, der andere will nicht, der andere muss noch überlegen, aber 4 Kunden machen was. Ja? Und es werden im Schnitt 6 Aufträge zum Beispiel mit einer Gesamtprovision von 600 Euro. Dann hat jeder dieser 10 Namen, egal ob Kunde geworden oder nicht, einen Wert von 60 Euro. Ja? Und das wiederum ist dann dein Auftragsvolumen. Hast du jetzt 100 Leute auf deiner Liste oder in deinem Auftragsbuch, in deiner Datenbank, wie auch immer, dann hast du ein Potenzial, ja, von 6.000 Euro. Du kannst es jetzt in einem Monat abarbeiten oder auf 12 Monate verteilt. Ja? So, aber das Potenzial für die 6.000 Euro hast du. Es geht also ums Kreieren von Potenzial. Und wenn du 200 drauf hast, hast du logischerweise 12.000 Euro Potenzial. Ja? Umsatzpotenzial, welches du in einem Monat oder auf 12 Monate verteilt machen kannst. Und wenn du Empfehlungen nimmst, das kommt ja alles immer wieder in deine Kontaktdatenbank mit hinzu, bedeutet deine Kontaktdatenbank, die wächst ja im Laufe der Zeit. Und das ist der Sinn der Namensliste, dass du dir immer wieder ein Potenzial aufbaust, immer, dass dein Potenzial immer größer und größer wird, sodass auch dein monatliches Umsatzpotenzial immer wieder größer wird. Weil aus Kunden werden ja auch Bestandskunden, bedeutet, du kannst diesen Umsatz immer leichter und leichter dementsprechend erreichen. Okay, also erster Schritt, Namensliste. Zweiter Schritt, in der Phase geht es dann darum, dass du ja verschiedene Wege und der Kunden- und Vertriebspartnergewinnung beginnst, Step by Step, immer einen nach dem anderen, ja, den etablierst, weitere Erfahrungen sammelst, ja, und das kann zum Beispiel Briefmailing sein, Telefonakquise, Door-to-Door, bezahlte oder kostenfreie Werbung in Kleinanzeigenportalen, PPC-Kampagnen, Google AdWords, Facebook Ads, Microsoft Ads, was es alles gibt, ja, E-Mail-Marketing, Content-Marketing, Social-Media-Marketing, Flyer-Werbung etc. pp. Also das ist hier garantiert nicht vollständig, denn die Wege der Kundengewinnung, die sind so vielfältig, so viel Kreativität, wie du in dir hast, ja. Du kannst verschiedenste Wege gehen und beschreiten, wenn du für dich auch kreativ wirst, ja. Du kannst ja Webinare machen etc. Also es gibt super viele Möglichkeiten und ich habe dir genau für diese Möglichkeiten, wo ich die genauer beschreibe, habe ich dir noch einen Blogartikel dazu erstellt, weil das würde den Rahmen des Videos jetzt hier einfach sprengen, auf jeden Bereich hier einzugehen. Aber ich werde das alles verlinken, so dass du weiter in das Thema eintauchen kannst, ja. So, und wenn diese Phase gemeistert ist, also du hast dann quasi du hast dann also mehrere Wege der Kundengewinnung quasi kennengelernt, hast erfahren, welche dir mehr liegen, welche weniger etc., dann kannst du in die nächste Phase einfach gehen. Und hier geht es dann einfach darum, nachdem du jetzt bereits mehrere Wege der Kunden- und der Vertriebspartnergewinnung ja für dich etabliert hast, kannst du dir quasi aus einem gesunden Marketing-Mix raus, ja, immer wieder neue Interessenten und neue Kunden generieren. Das heißt, du hast quasi so einen kleinen Strauß an verschiedenen Wegen, die Menschen zu dir führen, ja. Und
Und jetzt geht es einfach darum, also du machst dich erstens mal nicht mehr abhängig von nur einem Weg, ja, also wenn du mal einen Weg nicht ausführen kannst, zum Beispiel bei der Corona-Pandemie waren auf einmal Kundenbesuche nicht mehr möglich, wenn du dich jetzt aber nur auf diesen Weg konzentriert hast, dann war auf einmal dieser Weg für einen gewissen Zeitraum einfach abgeschnitten, ja. Wenn du aber jetzt verschiedene Wege hattest, dann konnten auch andere Wege für dich weiterarbeiten, ja, beziehungsweise du andere Wege weiter beschreiten, ohne dich da einschränken zu müssen. Und jetzt geht es aber darum, dass du noch einen oben drauf setzt, und zwar indem du quasi vom Jäger zum Gejagten wirst, ja, dass du es schaffst, also dass Menschen auf dich zukommen, dass du deine eigene Marke, deine eigene Community aufbaust, die du dann, in denen du dann weitere Hilfestellung geben kannst, wo einfach dieses Band zwischen dir und deinen Kunden und deinen Interessenten, deinen Vertriebspartnern, wo das einfach immer enger wird, ja, dass einfach die Zusammenarbeit immer tiefer und tiefer geht und dass Menschen dann gern immer wieder mit dir ja zusammenarbeiten. Und da gibt es auch wiederum verschiedene Wege. Du kannst das Ganze mit Facebook-Gruppen machen, du kannst es über Telegram-Kanäle machen, ja, oder Telegram-Gruppen. Es gibt auch Firmen wie zum Beispiel School, die sich drauf spezialisiert haben, dir eine Plattform zur Verfügung zu stellen, die einfach das, was eine Community ausmacht, dir mit an die Hand geben. Ja, du kannst dann auch Vorträge halten, um einfach deine Marke bekannter zu machen. Du kannst Kooperationen mit Influencern eingehen, die ja zu deiner Marke passen, so neue Menschen dann dementsprechend auch anziehen. Netzwerkveranstaltungen wie Visitenkartenpartys. Du kannst regelmäßig live gehen, Live-Webinare machen, deine Kunden schulen, Mehrwert geben. Ja, du kannst es auch automatisiert machen mit automatisierten Webinaren oder vielleicht einen eigenen Blog starten, ja, Suchmaschinenoptimierung betreiben und dort einfach deine Expertise zur Verfügung stellen, um ja attraktiver für Menschen zu werden, die genau auf der Suche nach dem sind, was du zu bieten hast, ja, dass sie dich auch als Mensch kennenlernen. Du kannst Videos wie dieses hier zum Beispiel machen, ja. Also die Möglichkeiten sind hier ja, also unbegrenzt, würde ich jetzt fast mal sagen. Und du hast, wie gesagt, jetzt hier auch die Reihenfolge, ja. Und ich hoffe, dass diese Reihenfolge dir weiterhilft, ja, dass du so ein bisschen Orientierung hast. Okay, was ist jetzt als erstes zu tun? In welcher Phase befinde ich mich gerade? Welche Wege will ich denn hier beschreiten? Und letzten Endes geht es im Grunde genommen immer um drei Dinge. Du musst es schaffen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also wenn du jetzt mit jemandem sprichst und du 10 Menschen am Tag fragst, ob sie Lust haben, ihre Energiekosten zu senken, ja, dann wirst du, wenn du es oft genug machst, auch Kunden auf diesem Wege gewinnen. Wenn du jeden Tag zusätzlich 10 Menschen fragst, ob sie Lust haben, aus dem Homeoffice raus 500 bis 1.000 € dazu zu verdienen, dann wirst du auch im Bereich des Teampartneraufbaus vorankommen. Ja, letzten Endes geht es erstmal darum, auf irgendeinem Wege, ja, hier, ja, Aufmerksamkeit zu erzeugen, um dann entweder ein Problem oder ein Lösungsbewusstsein zu schaffen. Also es gibt halt Menschen, die wissen noch gar nicht, dass sie ein spezielles Problem haben. Da muss man erstmal das Problembewusstsein schaffen. Und dann gibt es wiederum halt auch Menschen, die wissen genau, aha, da ist ein Thema, das würde ich gerne lösen, da hätte ich gerne eine Lösung für. Ja, und dann kannst du dementsprechend, nachdem auch das Vertrauen passt, ja, nachdem das Angebot passt, kannst du dann auch dementsprechend, ja, die Menschen dann als Kunden gewinnen. Und jetzt ist einfach nur wichtig, dass du für dich den Weg wählst. Ja, also hier oben haben wir ja jetzt verschiedene ja, Möglichkeiten angesprochen, welche Wege man gehen kann in den einzelnen Phasen. Und jetzt musst du dir einfach nur überlegen, okay, Aufmerksamkeit erzeugen. Welchen Weg wähle ich jetzt hier? Ja, also was ist jetzt hier zum Beispiel die geeigneten Strategien, ja, also will ich das zum Beispiel machen über Social Media Marketing, will ich einen eigenen Blog machen, will ich Flyer-Werbung machen, will ich bezahlte Werbeanzeigen schalten, ja, und was kann ich dann tun, um im nächsten Step quasi das Problem beziehungsweise die Lösung zu präsentieren, ja, und dann wäre der nächste Schritt, was ist jetzt der nächste Weg zum Abschluss? Will ich das in einem persönlichen Gespräch machen? Will ich, dass die Menschen ja, online abschließen etc. Ja, also du musst halt für dich überlegen, was ist jetzt der Weg in der jeweiligen Phase. Ja, so, entschuldige, jetzt hat sich hier das Bild verschoben.
So, und deswegen ist es auch gut, wenn du dir bewusst machst, was oder wie sieht dein Sales Funnel aus? Also, wie möchte ich im ersten Step Aufmerksamkeit erzeugen? Ja, welche Wege will ich hier nutzen, um auf mich aufmerksam zu machen oder auf das Produkt, auf die Dienstleistung? Und dann ist die Frage im nächsten Step, okay, was kann ich den Leuten anbieten, um ein gewisses Problem zu lösen? Ja, also es könnte zum Beispiel sein, ein kleiner Report, zum Beispiel 10 Wege, wie du deine Energiekosten um 50% senken kannst. Ja, so, dass die Menschen sich hier einfach Informationen anfordern können. Und dann, was passiert dann? Ja, wie will ich dann mit den Menschen weiterarbeiten? Ich habe mich hier ganz klar einfach für E-Mail-Marketing entschieden, weil ich hier Menschen immer wieder erreichen kann. Und auch, weil ich weiß, nicht jeder, den ich hier vorne vielleicht erreiche und auch hier vielleicht erreiche, der ist jetzt schon so weit, um bei mir Vertriebspartner oder Kunde zu werden, weil die Zeit einfach noch nicht für die Person da ist, ja? Weil es vielleicht noch irgendwelche Umstände gibt, die Person einfach, wo die Person die Notwendigkeit nicht sieht, etc. Und durch E-Mail, ja, wenn die Person aber grundsätzliches Interesse daran hat, ja, kann ich sie immer wieder zurückholen, auf ein Video wie dieses oder zu einem Gespräch einladen, übers aktuelle Marktgeschehen informieren, etc. Ja, also das ist für mich der Weg, den ich gerne gehe. Ja, und ich habe zum Beispiel früher viel Direktkontakt in der Fußgängerzone gemacht, in verschiedenen Städten, und habe dann die Menschen angesprochen und habe dann quasi mit denen die Telefonnummer getauscht. Und dann habe ich sie ein, zwei Tage später angerufen und habe dann häufig festgestellt, dass manche gar nicht mehr wussten, wer bin ich, war nicht mehr geläufig, die Leute hatten auf einmal kein Interesse etc. Obwohl in dem Gespräch, also niemand gibt dir ja die Telefonnummer, wenn er grundsätzlich kein offenes Ohr dafür hat. Ja? So. Und dann habe ich für mich halt gedacht, wie kannst du das für dich besser gestalten? Und ich habe dann quasi hier einfach eine kleine Landingpage für mich gemacht und habe dann mit den Menschen auf der Straße gesprochen. Und anstatt nur die Telefonnummer zu nehmen, habe ich zu denen gesagt, Mensch, willst du vorab mal ein paar Infos haben? Ich würde mich dann einfach melden, wenn ich wieder in der Stadt bin, beziehungsweise ja, in ein paar Tagen. Ja? So, und dann haben die grundsätzlich alle, fast alle ja gesagt. Immer war mal einer dabei, der wollte nicht, aber die meisten haben ja gesagt. Und dann habe ich einfach mein Smartphone hingehalten und habe gesagt, tipp mal hier deine E-Mail-Adresse ein. Haben die dir eingetippt und dann habe ich gesagt, jetzt kriegst du gerade eine Mail. Klick mal den Link. Ja? So, und dann haben die den Link angeklickt und haben sich quasi die weiteren Infos angefordert. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe dann gesehen, okay, die haben jetzt schon 3, 4, 5 Mails gelesen. Ich wusste also, die hatten eine gewisse Kenntnis von dem, was wir machen. Und dann habe ich die Menschen angerufen. Und dann ist passiert, dass die Leute, dass es klar war, wer ich bin. Also, die kannten mich, ja. Es war ein angenehmes Gespräch. Nicht jeder war dann auch bereit, aber es waren angenehme Gespräche. Und ich habe ja, die Termine, die daraus entstanden sind, die haben auch immer stattgefunden. So, und ja, und so habe ich dann begonnen, quasi meine Liste damals aufzubauen. Ja, das Gleiche kannst du natürlich machen, wenn du sagst, also Direktkontakt ist jetzt nicht meins, Social Media Marketing ist meins, kannst du natürlich den gleichen Weg gehen. Ja, so, und dann gab es natürlich aber auch Leute, die haben sich abgemeldet. Ja, da wusste ich, okay, nicht interessant. Ja, dann brauchst du die auch nicht anrufen. Oder du kannst sie anrufen, fragen, was die Gründe waren, etc. Also, was ich damit sagen will, der Ball bleibt halt immer bei dir. Wenn ich nur die Telefonnummer hatte, war ich halt immer darauf angewiesen, ob die Person den Hörer abnimmt, um den nächsten Step gehen zu können. Und hier war es dann einfach so, dass viele dann halt sich einfach auch die Informationen angesehen haben, ja, und viele davon sind auch heute noch auf der Liste, ja, die haben weiterhin die Informationen, die haben sich noch nicht abgemeldet, ist halt aber einfach die Zeit noch nicht reif, ja, so, und das ist eben halt der Vorteil, wenn du ja mit Systemen arbeitest, also wenn du zum Beispiel mit E-Mail-Marketing arbeitest, etc., du kannst die Menschen sozusagen an dich binden, ja, und kannst Step by Step das Vertrauen auch zu diesen Menschen aufbauen. Und heute passiert es halt
häufig, dass Menschen auf mich zukommen, die kennen, ich weiß nicht, wer die Menschen sind, aber die kennen mich quasi. Ja, die sagen, ich habe schon so viele Videos angeguckt oder ich habe deine Mails bekommen, etc. Kannst du mir da noch ein bisschen mehr drüber sagen? Können wir uns vielleicht mal persönlich miteinander unterhalten? Oder fangen halt eben direkt an, ja? Und das ist das, was ich meine. Also, du solltest für dich einfach schauen, dass wenn du etwas hier vorne tust, ja, dass du daraus es so machst, dass du dauerhaft davon profitieren kannst. Ja, natürlich wird es auch hier Menschen geben, die melden sich dann ab. Ja, die sind halt dann nicht interessiert, wollen auch die Informationen nicht. Das ist in Ordnung, das ist gut so, weil du möchtest ja dich auf Menschen fokussieren, die Interesse haben. Und so kannst du beginnen, das Ganze aufzubauen. Ja, also wenn ich jetzt noch mal zusammenfassen müsste, dann würde ich dir diese Wege hier oben empfehlen. Hier diese einzelnen Punkte im Übrigen findest du bei Erfolgreich mit System. Da habe ich den Traffic Master Kurs auch drin, wo ich zu verschiedenen verschiedensten Traffic-Möglichkeiten dir zeige, wie das in der Praxis funktioniert, so dass du da auch loslegen kannst. Fang mit der Namensliste an. Wenn du das alles schon gemacht hast, dann bist du ja da Profi drin, bekommst Empfehlungen für deine Kontaktdatenbank weiter. Aber bau deine Kontaktdatenbank auch jetzt mit Systemen einfach weiter aus, ja? Indem du zum Beispiel anfängst, eine E-Mail-Liste zusätzlich aufzubauen und so weiter und so fort. Ja? Die Möglichkeiten sind hier wirklich unzählig. Ja, und ich hoffe jetzt, dass dieses Video dir weiterhilft, dass du für dich eine kleine Reihenfolge, eine Rangordnung sozusagen hast, wie du jetzt vom Start weg an anfangen kannst. Und das ist ein Weg, ja, der ist erprobt, der funktioniert, wenn du es genau so machst. Und ich würde auch diese Einhaltung schon empfehlen, weil das, was du hier oben an Erfahrungen sammelst, das hilft dir natürlich hier unten in deinem Marketing, in der Ansprache der Menschen natürlich weiter. Wenn du das Problem genau kennst, was die Menschen haben, wenn du weißt, auf was es ankommt, dann kannst du natürlich die Menschen in deinen Mailings, in deinen Werbeanzeigen auch ganz anders abholen. Und das ist einfach unbezahlbar. Und das Coole ist, dass du hier oben, wenn du Testkunden gewinnst, dass du natürlich dafür auch schon bezahlt wirst. Ja? Bedeutet, du machst Marktforschung und anstatt dass sich die Marktforschung was kostet, wirst du dafür schon bezahlt. In diesem Sinne wünsche ich dir ja, maximalen Erfolg. Fragen einfach in die Kommentare und ja, in diesem Sinne alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.